Hi Nachbarn, mein heutiger Gast ist Flott von der RHB Crew. Er kommt aus Stuttgart und hat eine spannende Writer Story mitgebracht. Macht es euch bequem, spitzt eure Ohren und Augen, denn Flott wird parallel drei Namen der Stuttgarter S-Bahn Endstationen auf dem Magna-Doodle sketchen. Viel Spaß mit seiner Story. Es war Anfang der 2000er. Ein paar Graffiti-Touristen kamen nach Stuttgart. Es wurde connected, die Touris eingesackt und ab ging's. Wir hatten uns einen coolen Spot abgecheckt und wollten dieses Mal so richtig ein aufbraten. Um die Touris machten wir uns keinen großen Kopf. Die nahmen wir einfach mit. Ein paar Leute mehr oder weniger, darauf kam es jetzt auch nicht an. Die Boys und ich waren am Start. Alles klar. Es war früher Abend. Wir hatten unser Zeugs ready. Genügend Material mitgenommen, dass ja auch nichts ausgeht, und sind zum Spot gefahren. Vor Ort wurde ausgiebig gecheckt. Was ist hier los? Müssen wir irgendwas Spezielles beachten? Ist irgendwas strange? Es wurde gewartet. Gewartet, bis auch noch der angrenzende Supermarktparkplatz sich leerte und der Supermarkt geschlossen war. Nachdem alles ruhig war, sind wir in geduckter Haltung den sogenannten Schäferhügel hochgeklettert. Manchmal war auf dem Hügel ein Schäfer mit seinen Schafen und hat dort übernachtet. Dann war es dort nicht so gemütlich und fast unmöglich, unbemerkt über den Hügel zu gelangen und nicht gecheckt zu werden. Aber an diesem Abend war kein Schäfer vor Ort. Perfekt. Wir kämpften uns das steile Gelände hoch, hielten uns an Büschen fest, diversen Gatter und Zäune mussten überstiegen werden. Teilweise waren diese auf abenteuerlichster Art und Weise mit Draht und Seilen an Bäumen zur Absicherung befestigt. In der Dunkelheit konnten wir diese beim Aufstieg gerade noch so erkennen. Wir wussten nur, irgendwie über die Kuppe und dann wird lackiert. Oben angekommen, wurden wir mit einem super Ausblick belohnt. Von dort aus konnte man das ganze Areal beobachten und einschätzen, ob es klar ging. Und es ging klar. Die Reihen waren gut geparkt. Nichts war merkwürdig. Alles sah gut aus. Jetzt noch schnell runter und alle Kisten durchchecken. Wir hatten genügend Dosen. Aber an was zum Draufstehen hatten wir nicht gedacht. Auf dem Hügel lag sowas wie eine große grüne Biotonne rum. Die nahmen wir erstmal mit und schmissen sie den Hügel runter in Richtung der Kisten. Natürlich reichte das nicht für alle, also drückten wir die Türen auf, kletterten rein und öffneten von innen die Seitenfenster der S-Bahn. Jetzt konnten wir außen auf der Kante mit den Füßen stehen, die Hände durch die gekippten Fenster stecken und uns innen an der Hutablage festhalten.
Ich begann damit, den Holcar Silber vorzuziehen. Die Boys füllten. Erst wurde alles weggeflutet, was von unten erreichbar war. Dann reingeklettert, auf die Kante gestanden und durch Festhalten an der besagten Hutablage alles zugelackt. Die Touris hatten sich entschieden, Panels bis zum Fenster zu machen. Also die hatten keine große Action. Das Rumgehangle an der S-Bahn tat nach einer Weile so richtig in den Fingern weh. Aber wir fühlten uns wie Dondi auf dem Style Wars Book. Es ging gut voran. Nur an einigen Stellen, wo die Fenster offen waren, gab es Lücken in dem Fill-In. Also müssten wir die Fenster schließen und rollten die Biotonne immer dorthin, wo wir sie gerade brauchten. Die Kiste war von oben bis unten komplett zugechromt. Jetzt noch Outlines und dann sind wir fertig. Chrom, schwarz, bam, alles zu. Perfekt. Die Touris hatten einen bunten End-to-End hingezogen, schönes Ding, und waren fertig, bereit zum Gehen. Alles klar. Schnell noch Fotos. Tschick, tschick, tschick. Blitz, blitz. Und wieder zurück auf den Schäferhügel. Oben angekommen, genossen wir nochmal den Anblick. Nochmal Flavor-Fotos. Klick, klick. Plötzlich war in der Ferne Blaulicht zu sehen. Fuck! Oh, was ist denn da hinten los? Da kommt jemand angefahren. Da kommt jemand mit Blaulicht angefahren. Um Gottes Willen. Was wollen die hier? Das Polizeiauto kommt direkt auf den Spot zugerast. Heizt rein und wir den Schäferhügel auf der anderen Seite einfach nur runter. Nichts wie weg. Sind noch mehr Bullen am Start? Sind wir eingekesselt? Bei Tageslicht wäre es schon schwer genug gewesen, sauber den Hügel runterzukommen, aber jetzt, bei Nacht, war es dreimal so schwieriger. So gut es ging, versuchten wir den steilen Abhang runterzurennen, ohne zu stolpern. Das gelang nicht immer. Mehr oder weniger ließen wir uns einfach nur fallen. Rollen schlitterten irgendwie den Hügel runter. Hauptsache runter. Hauptsache weg. Wir hatten uns verteilt und sind kreuz und quer hin und her gerannt. Die Touris kannten sich nuller aus und wussten nicht, wo sie waren und wo sie hin sollten. Beim Runterrennen ist der eine von ihnen voll in einen der gespannten Drähte reingerannt und hat sich dabei einen halben Zahn rausgebrochen. Der blutet nun voll. Egal. Nur weg. Weg. Die Dosen fortgepfeffert und sind bis zur nächsten S-Bahn-Station durchgejoggt. Und der hat geblutet. Wie Sau. In der Nähe der Station gab's glücklicherweise so eine Art Spelunke. Schützenhaus oder Vereinsheim, irgend sowas ähnliches. Wir rein da und erstmal alle ein Bier bestellt. Haben das direkt runtergeäxt. Danach ausgeschwitzt und nochmal eins beordert. Saßen da wie ein Häufchen schwitzender, elendiger Typen, aber sau happy. Die Leute in der schützenhausähnlichen Kneipe schauten uns total komisch an, als wären wir gerade frisch vom Mars gelandet. Wir dachten uns nichts dabei und haben nochmal ein Bier bestellt.
So auf gemütlich dieses Mal. Dann ist irgendwann der erste von uns zur Toilette. Und als er zurückkam, sagte er, hey, scheiße Jungs, wir sind komplett alle vollgechromt. Nicht nur die ganzen Klamotten waren voll mit Chrom, sondern auch der Bereich im Gesicht, wo wir vorhin nicht vermummt waren. Durch die Rumkletterei an der Kiste und den Wind haben wir uns selber alle komplett vollgechromt. Kein Wunder, dass die uns in der Kneipe so angeschaut haben. Danach ging's ohne große Komplikationen zum Bahnhof und dann nach Hause. Am nächsten Tag sind wir wieder hin, schön Fotos gemacht. Es war alles cool. Und es war ein schönes, richtig geiles Ding geworden. Danke dir, Flott, für die geile Story. Und jetzt kommt ihr Nachbarn. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Signal. Abonniert meinen Kanal. Alles klar, mein Name war Körperklaus und ich bin jetzt raus. Bäm!